Okay, ja, wo will ich jetzt hin? Es gibt ja einen Ort, dem ich immer sehr konsequent aus dem Weg gegangen bin. Und zwar ist das dieses eine Tal da unten. Also wir sind ja jetzt hier wieder bei Kavalorn. Und da, genau. Aber bevor wir uns da jetzt so richtig reinbegeben und unsere Magie ausprobieren, da. Will ich mal versuchen, diese Situation nachzustellen, die mir das damals, ja, da sehen wir es schon, die mir das damals so ein bisschen verdorben hat, diesen Ort, nachdem ich den dann gemieden habe. Also ich bin hier so fröhlich lang spaziert, habe Pflänzchen eingesammelt, weil es ist ja im ersten Kapitel noch sehr wichtig, Pflanzen einsammeln. Oh, ein altes Schwert. Und Waldbeeren. Oh, schön. Und was ist hier hinten? Da sind nochmal Waldbeeren. Oh, und da sind ja Viecher. Also schnell nur noch die Waldbeeren einsammeln und dann wegrennen. Das klappt ja vielleicht. Und... Nein, es klappt nicht. Und ich war tot. Und ich lasse mich jetzt einfach mal töten. Hier kommt noch ein Varan dazu, der will auch noch ein Stück Fleisch abhaben. Moment mal. Krass, man hört sie richtig fressen. Yummy! Es gibt namenlosen Helden. Roh und. Nein, ich will nicht weiterspielen. Ich will laden. Und zart und saftig. Ja, wahrscheinlich nicht zart, so wie der aussieht. Ja, so war das damals. Und danach habe ich gedacht, oh mein Gott, was sind das für Viecher? Ich will da nie wieder rein. Vor denen kann ich nicht weglaufen. Ja. Und deswegen bei jedem Durchspielen bin ich hier immer super vorsichtig, die ersten zwei Kapitel. Obwohl es eigentlich, naja, eigentlich muss man den Bogen nicht so groß machen. Und man kann auch relativ früh dann im dritten Kapitel sich hier reintrauen. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, also wir haben ja schon gesehen, mit der Magie und dem Zielen ist es so eine Sache. Der Radius ist relativ groß, größer sogar, glaube ich, als beim Bogen. Gibt es hier oben noch irgendwas? Nö, nicht so richtig. Da gibt es irgendeinen Weg. Achso, nee, das ist ja. Ja, das ist ja der Weg Richtung. Richtung neues Lager. Ja. Da oben gibt es noch eine weitere Ruine und. Das war schon ganz schön riskant. Okay. Ja, wie wir das gesehen haben mit den Zielen, das ist dann trotzdem so eine Sache, weil man eben dann trotzdem darauf aufpassen muss, dass es eine gerade Sichtlinie gibt. Und wir werden auch gleich sehen, dass ja, also bei der meisten Magie ist es ja halt so, dass also die Viecher sind ja dann nicht gleich tot und dann kommen ja dann noch so ein paar Kumpels angerannt. Das heißt, es wäre gut, dass die dann nicht gleich danach hinter irgendeinem Hindernis verschwinden und man dann nicht mehr zielen kann. Also versuchen wir das mal von hier aus. Ich glaube, das wird ganz gut klappen. So, obwohl ich werde erst speichern, wenn ich die ganzen Spruchrollen angelegt habe. So, die deaktivieren wir mal. Okay, gucken wir uns das mal an. Wir fangen einfach nochmal mit dem klassischen Feuerball an. Die vier. Den Feuerpfeil haben wir ja, glaube ich, gesehen. Und schicken mal danach. Naja, ich glaube, zum was anderem werde ich nicht kommen, als großartig den Feuerball zu verschicken. Fangen wir nochmal damit an. Nee. So weit sind wir noch nicht. So.
Und wir haben den hinteren anvisiert. Okay, wahrscheinlich wird aber der vordere getroffen werden. Schön, wie er die Bewegungen der Snapper so mitmacht. Wenn er so den. Wenn der Snapper sich jetzt bewegt, dann wiegt auch unser Held sich leicht zur Seite. Genau, so hin und her. Okay, gucken wir doch mal. Und gleich den nächsten. Ja, der vordere wurde getroffen. Und er ist da. Okay, ich renne ja schon. Wie war das mit dem Wegrennen, was nicht klappt? Und er hat Feuerschaden. Verdammt. Ja, das ist so eine Sache. Also der Feuerball macht halt schon irgendwie ganz schön gut Schaden. Irgendwie ein Drittel der Lebensenergie eines Snappers war weg mit einem Schuss. Aber, oder sogar die Hälfte. Und er macht danach noch Feuerschaden stückweise sozusagen. Also der Snapper hat danach gebrannt. Und das hat auch zum Tod eines Snappers geführt. Nur leider hat es nicht ausgereicht. Okay, ja, es sind natürlich auch 4 Snapper, das ist natürlich auch ein bisschen fies. Also wenn die alle ankommen, das ist schon ein bisschen gemein. Okay, versuchen wir es doch mal mit einem Blitz. Schaden pro Sekunde, das würde mich mal interessieren. Bedeutet es dann, dass wir nur eine Spruchrolle für rein theoretisch einen Zauber haben, bis einer tot ist? Schauen wir mal. Okay, dann Eisblock und Eiswelle machen wir dann im nächsten Anlauf. Ich glaube, danach können wir mal auf den Feuersturm laden. Okay. Blitz. Oh, der Blitz visiert gar nicht an. Okay. Muss ich das selber machen oder hat er einfach nur eine sehr kurze Reichweite? Versuchen wir das mal. Vielleicht hat er... Ah ja, der hat einfach eine... Aber wieso stirbt er denn nicht? Ah. Ja. Ja, das mit dem Nachladen klappt nicht so. Ich würde halt gerne wissen... Ah, okay. Die haben alle Schaden genommen. Das ist natürlich ziemlich cool. Das muss doch aber auch gehen, dass die auch alle sterben. Aber vielleicht ist der Zauber... War der den Machern zu overpowered, weshalb sie nicht sterben können. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht hätte ich einfach nicht absetzen sollen. Irgendwie habe ich jetzt Bock, das nochmal zu probieren. So. Das fand ich jetzt irgendwie doch schon ziemlich cool. Muss ich sagen. Ha, Snapper. Dann komm mal her, mein Freund. Wir kriegen auch selber was ab. Ja, jetzt kriegen wir von den Snappern was ab. Herzlichen Glückwunsch. Nee, wir können sie nicht töten damit. Wir können sie nicht töten. Ja, was lernen wir daraus? Wenn man mit Magie spielt, ist man ziemlich schnell tot. Tja, ja. Okay, aber wir haben ja noch ein paar mehr Spruchrollen, die wir ausprobieren können. Also noch ein paar mehr Tode in petto. So. Okay, Eisblock und Eiswelle. Eisblock hat, glaube ich... Achso, den Feuersturm habe ich jetzt vergessen. Ja, den machen wir dann zum Schluss. So. Ja, das ist nämlich ziemlich cool. Falls ich noch dazu komme, das fertig zu erklären. Die beiden Snapper dort oben haben Schaden genommen.
und sie steckten eine Weile in einem Eisblock fest. Ja, endlich mal ein Spruch, der effektiv war. Ja, also wir haben gesehen, das macht ja 50 Schaden pro Ladung. Das war jetzt nicht so viel auf die Lebensenergie eines Snappers bezogen. Also vielleicht irgendwie knapp unter der Hälfte oder so, so ein Drittel mal wieder. Aber dass halt die Viecher aufhält, ist unglaublich praktisch. Und wenn man halt einen einzigen Gegner hat, der ziemlich mächtig ist, zum Beispiel so ein Schattenläufer oder sowas, dann kann man den halt einfrieren. Und dann kann man halt hingehen und ganz gemütlich mit dem Schwert darauf rumhauen, bis der Gegner tot ist. Ja, das sollte zumindest funktionieren. Es kann natürlich sein, aber ich glaube, dann bin ich jetzt im falschen Spiel, wenn ich jetzt mit Magieresistenz anfange. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass ich in der einen Testaufnahme, die ich gemacht hatte, dass mir das da nicht gelungen ist, den Schattenläufer einzufrieren. Ja, bevor ich jetzt zu viel spoilere, also wir werden heute noch einem Schattenläufer begegnen. Ja. Die Frage ist, ob wir ihn angreifen und erledigen können. So, dann gibt es jetzt nur noch einen Spruch. Nee, es gibt noch die Eiswelle. Was rede ich denn da? So, das kann sein, dass die halt mehrere Gegner einfriert und deswegen so cool ist und so teuer. Okay, schauen wir doch mal. Eiswelle. Aber vielleicht macht das auch keinen Unterschied. Was zum Teufel? Wieso darf ich die... Okay, machen wir das einfach mal. Naja, fast. Es hat sie ein bisschen aufgehalten. Nein, wieso? Ja, ich bekomme von meinem Kumpel regelmäßig immer zu hören, dass ich blocken soll. Und das klappt wohl auch bei solchen Viechern, aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe. Irgendwann vielleicht mal, irgendwann, aber... Ja, das war leider nicht ganz so toll. Okay, aber wir haben es zumindest überlebt. Dank unserem Schwert. Und ja, dann bleibt jetzt noch ein Spruch übrig. Oh, wir können sogar schon von hier aus. Das hatte ich anders in Erinnerung. Okay, machen wir mal. Ja. Ja, wir sehen schon, der braucht ziemlich lange wieder, um aufgeladen zu werden. Obwohl das kein... Boah, dieses krasse, tiefe Knurren, wenn sie sterben. Was? Hallo? Kannst du mir noch was tun? Nee. Du stirbst jetzt hier einfach dauerhaft. Okay, gut. Ich glaube, ich werde sie trotzdem auf die klassische Methode erlegen. Jetzt ist Ruhe. Oder? Ja, jetzt ist Ruhe. Ja, obwohl wir haben nur zwei verbraucht. Also, sie brauchen halt recht lange, um aufgeladen zu werden. Aber sie machen halt einen Snapper. Futsch. Jetzt können wir dich auch endlich ausnehmen. Und nicht nur das, sie machen halt dazu auch noch wirklich so einen Feuerflächenschaden, so einen leichten. Also selbst wenn sie den Snapper nicht gleich erledigen würden, würde der dann erstmal brennen eine Runde. Und dann von dem Feuerschaden sterben, höchstwahrscheinlich. Und ja, und ich glaube halt, dass auch so ein bisschen Feuerschaden bekommen eben auch die ringsrum ab. Was wahnsinnig nett ist. Also das würde sich halt lohnen, als Rune sowas mal zu lernen. Es gibt noch
viele andere tolle Fancy-Zauber, die wir jetzt noch nicht hier, auf die wir noch keinen Zugriff haben. Aber einen davon werden wir bald kennenlernen. Aber das, ja, für den Anfang ist doch das schon mal nicht schlecht. So, man kann da jetzt hier irgendwie hoch. Das sieht ja so aus mit dieser Brücke und dem Turm. Das muss doch irgendwie gehen. Was zum Teufel? Na, vorsichtig, noch ein Schrittchen. Und jetzt hier volle Kanne gegen den Fels springen. Ich mache bestimmt gleich irgendwas Dummes und dann bin ich wieder tot. Aber ich glaube, hier kommen wir hin, wenn wir halt diesen Felssprung bei diesem Buddler da, bei dessen Versteck nehmen würden. Oder wir kommen hier außen drum rum. Probieren wir das mal. Ja, das Problem ist mit dem Feuersturm, der ist halt, ah ja, genau. Der ist halt auch gleich mal Stufe 4. Also Kreis 4. Das heißt, wir müssten bis in den vierten Kreis der Magie aufsteigen, um das als Rune für uns nutzen zu können. Und wer hat diese Rune bei sich? Ups, oh Gott. Ja, natürlich der Torres im alten Lager, der Feuermagier, mit dem wir handeln können. Oha, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber die Tür ist verschlossen, glaube ich. Nee, doch nicht. Ah. Nice. Aber irgendwie... Ich habe ein bisschen Respekt vor solchen Truhen in der Wildnis, was, glaube ich, hier im ersten Teil völlig unbegründet ist. Ach ja, eigentlich wollte ich nicht mehr solche Aktionen hier machen. Seraphis in mich reinstopfen oder Waldbeeren. Aber wir machen es jetzt mal. Der Held hat halt Appetit auf Waldbeeren. So. Okay, nachdem wir das geklärt hätten, können wir jetzt auch endlich mal speichern. Also ich meine, die zwei Feuersturmspruchrollen waren es mir jetzt einfach mal wert. So. Rechts, links, links. Hm, das geht ja. Ein Dietrich. Ein hin und her zappelnder Balken. Okay, eine verwitterte Axt, ein grobes Schwert. 69 Erzbrocken und... Ach, verdammt. Sah aus wie irgendein Schriftstück. Also vielleicht... Nee, das ist die Tagebuchseite aus der Trollschlucht. Vielleicht war es aber auch hier nur so ein Kram. Mole Red Fett. Ja, glaube ich aber eigentlich nicht, so irgendwas Helles. Vielleicht war es aber auch eine Spruchrolle. Schauen wir doch mal. Ja, ein Feuerpfeil. Davon hatten wir vorher nur 6. So. Na, ansonsten nichts Spektakuläres hier. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Also die letzte Aufnahme liegt halt... Das ist schon ganz schön unheimlich. Die letzte Aufnahme liegt halt schon ganz schön ein Stück zurück. Deswegen ist es schon wieder... Die Steuerung konkurriert halt auch ganz arg mit der von Tomb Raider. Also lediglich eine Hand, da liegen 3 Finger ein bisschen anders und der Rest ist gleich. Und das gerade das bisschen anders, das macht mich total wahnsinnig. Aber naja. Okay, nachdem wir jetzt hier die Snapper beseitigt haben, schauen wir doch mal so, was so Schönes in deren Höhle zu holen gibt. Ein Trank, sehe ich von hier. Und ein... Steinhaufen, der glaube ich ein Knochenhaufen ist. Sklavenbrot. Nachtschatten. Noch mehr Spruchrollen, aber wahrscheinlich nur langweilige Sachen. Nee, Eisblock, Tatsache. Ja, du darfst den Trank jetzt nehmen. Spruchrolle. Ja, Eisblock. Sehr, sehr geil. Ja, Schädel. Offensichtlich wird die Beute nur...
sehr kurz dort angeknabbert, dann wird sie in die Höhle geschleift. Na, obwohl, dann müssten ja noch andere Knochen zu sehen sein. Vielleicht werden auch nur die Schädel der Opfer eingesammelt.